Okay, hier sind wir wieder. Schauen wir mal. Wir können kein Feuer machen. Also irgendwie klappt das noch nicht. Ich weiß nicht warum. Dann gibt es die Möglichkeit, wir können hier Fleisch. Nasenkäfig, Trockengestell, sowas. Sowas bauen wir uns jetzt mal hier mal hin. Mir fehlt irgendwie die Möglichkeit, das mal zu drehen, was man hier bauen möchte. Wieder kriege ich das gerade nicht hin. Rotieren, LT. Ah, okay, doch. Habe ich nur blöd angestellt wieder. So, stellen wir es einfach mal hier hin. Dann können wir da probieren, die Fische aufzuhängen, ne? So. Dann kann man die trocknen lassen. Jetzt müssen wir uns trotzdem noch ein Feuer bauen, weil ohne Feuer ist es hier abends echt die Hölle. Wassersammler können wir später bauen. Aber wir wollen jetzt nochmal ein Feuer. Ja, Leuchtfeuer wäre natürlich geil, da werden wir aber keine Zeit mehr für haben. Ah. Oh, es wird schon echt düster. Und das ist die Zeit, die ich gar nicht mag. Oh je, oh je, oh je. Es wird finster. Ich glaube, wir werden uns gleich einfach in unsere Hütte verkrümeln. Alter! Wir brauchen ein scheiß Feuer! Und jetzt geh an! Use! Alter! Das ist in der Flat-Version noch nie passiert! Ja, wir sind am Arsch. Boah, das nervt auch sowas von, dass hier dieses Sichtfeld immer so klein wird. Da können wir versuchen mal ganz kurz ein kleines Feuer hier auf die Beine zu stellen. Wie lange braucht er für die Mist? Komm, geh an. Okay, ich höre irgendwas. Gehst du jetzt an, Feuer? Das ist auch so ein Fehler, dass man immer wieder. Komm. Oh Gott, habt ihr das gehört? Alter. Ich will doch nur in Ruhe hier überleben. Was gut ist, wenn es zu bunt wird, wir haben uns eine kleine Hütte gebaut. Sicher ist, dass wir auf jeden Fall beobachtet werden. Dem können wir jetzt sicher sein. Ein paar Sachen einsammeln. Das kommt von da, glaube ich.
Oh je. Geld kann man verbrennen, ist ja auch gut. Das klappt aber nicht immer. Also mit Feuer fühle ich mich sicherer. Da kommt schon was. Alter, ist das creepy. Ja, komm. Und lauf nicht da so blöd rum. Ja, komm. Komm, Junge. Hat er Angst, ne? Haut er ab. Ich wollte gerade mein zweites Feuer setzen. Komm, Junge. Wir können doch über alles reden. Boah. Also, die wollen einen momentan irgendwie Angst machen, oder ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich weiß auch nicht, ob der alleine ist. Boah, ist das creepy. Lass meine Fische in Ruhe. Das sind meine Fische. Ich will am liebsten jetzt ein zweites Feuer bauen. Genau. Jetzt hängt er fest. Der kleine Sack. Ja, lass mal. Dann können wir in Ruhe unser zweites Feuer spielen. Ich möchte echt nicht, dass das hier ausgeht. Boah, das verstehe ich. Mit dem Anzünden verstehe ich noch gar nicht. Klappt nicht so, wie man wohl will. Jetzt bin ich wieder groß, jetzt bin ich wieder klein. Komm! Komm! Junge. Ja, er wollte nicht anders, ne? Kann er nicht das zweite Feuer hier anzünden? Okay, den müssen wir irgendwie wegbringen. Das ist sonst echt blöd. Aber wir können den auch. Oh Gott, das ist der zweite. Oh Gott! Jetzt gehe ich rein. Ich gehe rein. Wird mir zu viel. Alter. Kann ich hier schon in die Nacht. Okay, ich kann speichern. Ich speichere jetzt nochmal. Haben wir dann wieder Tag? Nein. Aber wie kann ich hier nachts? Okay. Okay, ich sehe auf jeden Fall zwei Gegner waren das. Ich muss mich mal nochmal ausrichten hier. Alter. Die kleinen Missgeburten hier. Eine Frau und ein Typ ist das? Hahaha. Oh, Junge. Jetzt ist aber gut. Du auch? Boah, du bist hässlich. Ich habe euch gewarnt. Also der ist auf jeden Fall abgehauen, weil er Angst hatte. Okay. Da ist er noch. Der kommt jetzt nochmal. Der versucht ihn nochmal. Versuchst du nochmal, ne? Ja, komm. Okay, ich muss jetzt unbedingt mich heilen. Fische haben sie mir weggeknallt. Wie es aussieht.
Ich gehe mal in meine Hütte. Gucken wir mal. Zu trinken. Ja, toll, jetzt haben wir auch nichts zu essen. Ich will gar nicht speichern. Ach, guck mal. Kleines Vögelchen. Okay, es ist aber wieder Tag, glaube ich, oder es wird langsam Tag. Ey, man muss doch jetzt rausfinden, wie man dieses Feuer anmacht. War eben irgendwie nur Zufall, oder? Irgendwie will er nicht. Was ist da? Okay. Wie kann ich mit den greifen? Ich hab ihn jetzt schon, ne? Okay, jetzt brenne ich. Das ist nicht gut, ich bin gleich bestimmt tot. Okay, ich bin verbrannt. Okay, wir werden weggeschleppt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Okay, wo sind wir jetzt hier, ey? Hängen auch noch Typen. Okay, wie komme ich jetzt runter? Okay, es sieht auf jeden Fall sehr eklig aus hier. Alter. Ich will den runterholen, aber. Ne. Okay, hier können wir uns noch ein paar Sachen. Wir wissen ja gar nicht, was uns jetzt hier erwartet. Auf jeden Fall ist es dunkel. Haben wir noch alle Sachen? Okay, wir haben noch fast alle Sachen. Okay, ich muss. Okay, wir haben was gegessen. Okay, wir sind auf jeden Fall bereit, jetzt weiterzugehen. Ich drehe mich noch mal kurz anders so. Oh je. Okay, hier ist eine Karte. Okay, also man wird hier auch auf jeden Fall irgendwann die Karte wahrscheinlich zeichnen. Desto mehr man erobert hier oder sieht. Ja, das will ich aber jetzt nicht. Wie kann ich die Karte denn jetzt wegpacken? Okay. Was hat der? Der hat einen Kompass. Der sieht aber auch schon ganz schön übel aus. Was steht da? Agilius, God, Punishes our parents' fault on their children. Sonst noch irgendwas Interessantes für uns? Was so ein bisschen Geld, aber wir werden uns hier kein Kiosk finden, ne? Oh je, hier sind überall Zähne. Ja, was hängt da? Ja. Boah. Schon ein krasses Gefühl. Okay, hier geht's runter. Ich weiß gar nicht, ob ich runter will. Aber wir müssen ja hier irgendwie weiterkommen, ne?
können uns doch bestimmt... wartet mal, Leute. Nein, nein, nein. Wir bauen uns jetzt eine Fackel. Das ist doch schon mal gut. Haben wir irgendwie Harz gefunden? Aber ist ja schon mal was, oder? Aber... ah, das ist gut. So, sehen wir wenigstens ein bisschen was. Alter, hoffentlich sind hier diese Drecksviecher nicht. Boah. Beklemmendes Gefühl irgendwie. Boah, das nervt am meisten. Wow. Brennen, der brennt nicht. Brenn, Junge. Okay. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall in den Optionen gucken, ob man das umstellen kann. Das sind Fledermäuse. Boah. Ist echt creepy irgendwie. Okay, den kann man nicht mehr umbauen. Das ist schade. Okay, gehen wir mal weiter. Oh, hier sieht aber lustig aus. Oh, das stört. Wenn man immer die falsche Taste drückt hier. Okay. Totenkopflampen. Alter, sind... wo sind die drauf? Da sind mal ein paar von denen. Ich weiß nicht, ob man da hin sollte. Okay, mit denen wären wir schon fertig, oder? Alter, hier sind ja überall... und ich bin down. Okay. Boah, dieses Lachen. Alter. Ja, Leute, das war The Forest. VR Beta. Mir hat es ganz gut gefallen. Es hat noch, klar, es hat noch tierische Probleme, aber das Feeling alleine ist schon echt krass. Wenn jetzt noch der Multiplayer reinkommt, erstmal wird es dann weniger gruselig und zweitens macht es auf jeden Fall mehr Spaß, mit zwei Mann da so ein kleines, ja, nicht Dorf zu bauen, aber sich eine kleine Unterkunft zu bauen. Und ja, ich bin echt gespannt darauf, wie sich das Spiel jetzt entwickelt in VR. In der Flat-Version funktioniert es schon echt gut. VR muss echt noch was tun, aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg und beim nächsten Mal versuche ich auch nicht so schnell zu sterben. Aber ich hoffe, ihr hattet so einen kleinen Eindruck jetzt davon und ja, ob ihr es holen sollt oder nicht, müsst ihr dann entscheiden. Ich kann es nur empfehlen, ist auch, glaube ich, nicht so teuer. Ich weiß nicht, 17 Euro, glaube ich, oder so, 17,99. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.